Und das Loslassen hat mich in eine große Krise geführt. Dieser Verlust, meinen Traumjob aufzugeben, etwas, das mir so lieb war, das ein Traum für mich war, das war sehr, sehr schwer für mich. Mir wurde bewusst, dass die ganze Ohnmacht, die kenne ich aus meiner Kindheit, ich konnte nichts bewirken. Ich war auch sehr wütend auf Gott. Ich habe an einen Gott geglaubt, der Wunder tut von klein auf. Ich war wütend, dass er nicht hilft, dass er nicht eingreift. Ich habe meinen Job geliebt. Ich hatte großes Vertrauen der Mitarbeitenden, der Chefs. Ich hatte grüne Wiesen, diese zu gestalten. Ich brachte die Wiesen zum Blühen. Ich lebte meine Berufung. Ich lebte meine Leidenschaft. Ich habe dann gespürt, was ansteht, was der Betrieb braucht, um entwickelt zu werden. Ich war mir nicht bewusst, dass ich eine visionär denkende Person bin. Ich habe immer nach Entwicklung, nach Wachstum gesucht. Und die Strukturen haben das verhindert, dass Mitarbeiter gefördert werden konnten. Es wurde immer schwieriger für mich, das zu tun, was ich sah, was nötig ist. Und es hat mich begonnen aufzureiben. Ich musste mich entscheiden, entweder halte ich daran fest und ich kämpfe weiter, ich bin ein Kämpfertyp, oder ich lasse los. Und das Loslassen hat mich in eine große Krise geführt. Dieser Verlust, meinen Traumjob aufzugeben, etwas, das mir so lieb war, das ein Traum für mich war, das war sehr, sehr schwer für mich. Mhm. Das heißt, im Kopf hast du schon die Entscheidung getroffen, also ich lasse das jetzt los, weil das ist nicht mehr gut so. Ja. Ja. Aber warum hat es dich dann so schwer getroffen, wo du doch im Kopf klar hattest, nee, das ist aber eigentlich eine gute Entscheidung? Genau. Lange Zeit habe ich das auch nicht realisiert. Was ist genau der Grund? Weshalb ist es so schwierig? Weshalb kann ich nicht loslassen? Ich war in dieser Zeit in der Ausbildung als körperzentrierte Psychotherapeutin und ich habe selber Psychotherapie besuchen müssen von der Ausbildung her. Und da habe ich diese Geschichte angeschaut und mir wurde bewusst, dass sehr vieles mit meiner Geschichte zu tun hat. Dass wenn Druck kommt auf den Menschen, dass die Seele erschüttert wird, dann brechen oft Gefühle aus der Kindheit hervor. Und ich konnte realisieren, dass diese Verlustangst mit meiner Geschichte zu tun hat als Kind, als mein Vater uns verließ. Und dieser Schmerz des Verlustes wurde neu aktiviert durch den Verlust, etwas, das mir so lieb und wichtig war. Genau. Also bevor wir das uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, was da getriggert wurde, wie weit ist das gegangen? Wie weit waren die Auswirkungen dieser Krise? Für mich, ich hatte wirklich eine depressive Zeit, circa 9 Monate. Ich habe viel Gott gefragt, wann ist die Zeit vorbei, wann kommt wieder Lebensfreude in mein Leben. Ich hielt so stark daran fest, also 9 Monate ging diese Zeit des Auf und Abs. Und Gott hat nur 2-mal zu mir gesprochen. Er hat gesagt, die Nebel und der Trauer der Niedergeschlagenheit werden von dir ziehen. Und sei still und harre, denn ich bin dein Gott. Aber still sein war für mich schwierig, weil ich wollte ja verstehen. Ich war verunsichert. Ich wollte klären, was ist der Grund, weshalb konnte ich nichts verändern. Und ich denke, es hat auch wieder mit meiner Geschichte zu tun, so Unsicherheit auszuhalten, nichts bewirken zu können, diese Ohnmacht. Die war so tief, ich konnte sie fast nicht verarbeiten. Kanntest du so Gefühle schon von vorher aus deinem Leben oder war das neu? Ich kannte sie wohl, aber ich konnte sie nicht benennen als Kind und ich habe sie nicht verarbeitet. Und deshalb waren sie für mich doch neu, ja. Wie hat sich das denn dann bemerkbar gemacht, diese Verlustängste, die du da hattest? Das erste Mal hat sie sich bemerkbar gemacht, als ich in der Beziehung war mit meinem heutigen Mann, mit Stefan. Ich hatte immer Angst, ihn zu verlassen, ihn zu verlieren. Ich hatte Angst, mein Zuhause zu verlieren. Er wurde mein neues Zuhause, mein neuer Halt. Und das hat dazu geführt, dass ich große Eifersucht spürte. Es war für ihn sehr schwierig, war für mich schwierig. Ich konnte es nicht einordnen und er ja auch nicht. Mir war nicht bewusst, woher diese Verlustangst ist. Und da hat sie sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht in meinem Leben. Diese Ohnmacht, diese Angst, etwas zu verlieren, das mir lieb war. So, jetzt kommen wir mal auf das, was, wo das alles herkommt, wo du sagst, es hat alles was mit meiner Kindheit zu tun, was ich da erlebt habe. Kannst du noch mal genauer beschreiben, was du jetzt mittlerweile rausgefunden hast, wo das alles seinen Ursprung hatte? Mhm, genau. Ja, ich erlebte sehr eine schöne Kindheit, eine unbeschwerte Kindheit. Wir waren sehr, sehr frei. Mein Vater war mein großes Vorbild. Glaube und Werte waren ihm sehr wichtig. Als er eine Außenbeziehung begann und meine Mutter mich
mir das mitgeteilt hat, kann ich mich erinnern, dass ich am selben Abend auf meinen Vater zugegangen bin und ich ihn konfrontiert habe und gefragt habe, Papa, stimmt das? Weil ich ein sensibler Mensch bin und Sicherheit brauche. Und das hat mich verunsichert, das kann nicht sein. Es hat in meiner Lebenswelt keinen Platz, in meinem Denken hat es keinen Platz. Ich lebte den Glauben, ich lebte die Werte, die mir vermittelt wurden. Und es war ein großer Halt in meinem Leben. Mein Vater konnte mir dann aber nicht eine klare Antwort geben. Ich denke, er wusste selber noch nicht, wohin es führt, wie er sich entscheiden wird. Und deshalb konnte er mir keine Sicherheit geben. Und dann so die Ohnmacht, etwas bewirken zu wollen, aber nicht können. Ich habe ihn oft gebeten, wenn ich wusste, er ist auf dem Weg zur Freundin, hey, Papa, geh nicht. Aber ich konnte nichts bewirken, diese Ohnmacht einfach zuschauen zu müssen. Und auch diese große Traurigkeit, dass er sich nicht für meine Mama und für uns entschieden hat. Es war doch sehr schwierig und ich war auch sehr wütend auf Gott. Ich habe an einen Gott geglaubt, der Wunder tut von klein auf. Ich war wütend, dass er nicht hilft, dass er nicht eingreift. Wie alt warst du da? 15 Jahre alt. 15 Jahre. Ja. Das ist mal mitten in der Pubertät. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere in dem Alter sagen, ja gut, das ist ja eine Sache von meinen Eltern, das hat jetzt nichts mit mir zu tun an sich. Kannst du beschreiben, was da dran dich so sehr getroffen hat? Es hat mich erschüttert, es hatte keinen Platz in meinem Denken. Meine Vaterfigur hat die Rolle verlassen des Vorbildes. Es war doch ein sicherer Ort, das Zuhause für mich als sensibler Mensch, und das ist wie weggefallen. Es existierte irgendwann nicht mehr. Ich glaube, das hat diese große Verunsicherung in meinem Herzen bewirkt. Und auch die Sehnsucht, auch das Wissen von der Bedeutung von Familie, das war für mich schwierig. Ich habe dann mit einem Jugendverantwortlichen das versucht einzuordnen, weil ich so wütend war auf Gott. Und ich habe etwas sehr Wichtiges verstanden in meinem Leben. Gott hilft gerne, Gott liebt uns, aber drängt sich uns nicht auf. Es ist freiwillig, ihn in die Lebenswelt mit einzubeziehen. Und er respektiert unsere Entscheidungen, ob sie hilfreich sind oder nicht. Und so hat er auch die Entscheidung von meinem Vater akzeptiert. Und es hat nichts mit der Souveränität und der Größe von Gott zu tun. Und dieses Verstehen hat dann wieder Ruhe in mein Herz gebracht. Wir dürfen selber entscheiden, Gott respektiert das. Auch das ist ja immer ein Weg, bis da wieder so in diese Ruhe dann reinkommt. Ja. Deine Eltern haben sich ja dann tatsächlich auch getrennt. Wie ging das denn dann für dich weiter? Wie hast du von dem Zeitpunkt an deine Jugend erlebt? Also ich bin mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen, kurz bevor meine Eltern sich getrennt haben. Ich bin in die Nähe von meinem damaligen Freund gezogen, heutigen Mann, und er war mein neues Zuhause. Unsere ganze Familie musste ja ihre neue Lebenswelt aufbauen. Drei Geschwister waren schon ausgezogen, meine Mutter ist mit der jüngeren Schwester in eine Wohnung gezogen und wir waren alle sehr mit sich selber beschäftigt. So den Beruf aufbauen, neue Beziehungsfelder, den Platz in der Gesellschaft zu finden. Wir waren so mit uns beschäftigt, dass wir kaum Kontakt miteinander hatten und das Zuhause ist ja weggefallen. Der Familientreffpunkt gab es nicht mehr. Und so hatten wir sehr wenig Kontakt, einige Jahre, und haben das erst wieder intensiviert, als meine Eltern in festen neuen Beziehungen waren. Und heute pflegen wir einen sehr engen und schönen Kontakt. Aber es hat sehr einen Bruch in die ganze Familie gegeben. Du hast vorhin schon erzählt, dass das dann auch schon losging, als du dann mit deinem heutigen Mann, damaligen Freund, eine Beziehung hattest, dass du dann auch anfingst zu klammern, eifersüchtig zu sein. Hast du damals schon gecheckt, dass das was mit deiner Herkunftsfamilie zu tun hat? Eben nicht, sonst hätte ich vielleicht Hilfe in Anspruch genommen. Es war für mich unerklärbar und für ihn auch nicht. Und wir konnten es 5 Jahre lang nicht verändern. Erst als er weg war, 5 Monate in Amerika, habe ich diese Zeit so als befreiend erlebt. Ich konnte wieder mich sein. Ich habe so Rücksicht genommen auf ihn. Ich habe mich total zurückgenommen, fast verloren. Und dann habe ich wieder mich gespürt. Wer bin ich? Was will ich? Ich habe neu erkannt, wer ich bin in Gottes Augen. Und ich habe Sicherheit gefunden in mir und in Gott und nicht mehr die Sicherheit in Stefan gesucht. Und das hat meine Identität gestärkt. Und von da an konnten wir eine befreite Beziehung leben. Es brauchte so diese Distanz zwischen uns zum Realisieren, es ist nicht gut, ich bin in eine Abhängigkeit zu ihm gegangen. Ja, war sehr befreiend. Aber damit man mal so ein bisschen versteht, wie das dann war, als dieses Klammern, diese Eifersucht sehr stark war, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das von innen
anfühlte und was da so in deinem Kopf abgelaufen ist? Ja, ja, es gibt so viele schöne Frauen. Und wenn so schöne Frauen in meiner Umgebung waren und wir auf Besuch waren, in Freizeiten waren, das war für mich eine Gefahr. Ich hatte immer Angst, ihn zu verlieren. Ich hatte so das Motto, die Lüge in mir, wenn ein Mann eine schöne Frau sieht, ist er weg. Und das zu realisieren, dass das nicht wahr ist und dass ein Mensch freiwillig bei mir bleiben soll, dass ich es wert bin, hat mich dann dazu geführt, endlich loszulassen. Aber es war für mich sehr schwierig und streng. Ich habe viel mit Stefan darüber geredet und es wurde auch ihm zu viel. Es war auch der Grund, weshalb wir zugewartet haben mit heiraten. Er hat gesagt, das müssen wir in den Griff bekommen, das geht so nicht. So, diese Situation hast du schon, da hast du aber nicht verstanden, wo das herkommt. Ja. Dann war da der Verlust deines Jobs und da kam dann wieder so eine richtig depressive, krasse Phase. Ja. Wie kam es denn dann, dass du irgendwann kapiert hast, aha, das hat was mit dem zu tun, was ich als Jugendliche erlebt habe? Ja, genau, in der Lehrtherapie, wo ich selber in die Psychotherapie gehen musste und die Geschichte erzählt habe, wir haben sie sogar mitgenommen in unsere Schulklasse, wir haben sie bearbeitet. Mir wurde bewusst, dass die ganze Ohnmacht, die kenne ich aus meiner Kindheit, ich konnte nichts bewirken, ich konnte nicht helfen, dass meine Eltern zusammenblieben. Und ich habe auch verstanden, dass die Angst vor dem Alleinsein, das hat auch wieder damit zu tun, dass wir alleine gelassen wurden. Und so habe ich Stück für Stück, was ich gefühlt habe in dieser Situation, als ich den Beruf aufgab, konnte ich analysieren und schauen, gehört das jetzt in meine Kindheit oder gehört das in die jetzige Zeit? Und ich habe gemerkt, Ohnmacht hat überhaupt nicht gestummen. Ich hatte jetzt kein Wirkungsfeld innerhalb des Berufs in diesem Bereich. Aber in meinem ganzen Leben konnte ich sehr viel bewirken. Ich hatte volle Macht und Kontrolle über mein Leben, aber es war nur ein Stück, wo ich keine Wirksamkeit hatte. Oder auch zu realisieren, ich bin nicht allein. Ich fühle mich jetzt alleine gelassen von den Leuten, nicht verstanden. Aber ich habe sehr viele Leute, die bei mir sind. Und so konnte ich korrigieren, was stimmt überhaupt und was stimmt nicht. Und das hat mir dann geholfen, einfach auch loszulassen. Und schlussendlich konnte ich nicht anders als Gott vertrauen. Hast du einen weiteren, einen guten Weg, einen guten Plan für mich? Und dann zu erleben, er hat einen guten Plan, der noch viel besser ist, das ist großartig. Ja. Jetzt kenne ich meine eigene Psyche und jeder hat ja so seine Dinge, mit denen er kämpft. Ja. Und das ist immer gut, wenn man erkennt, wo was herkommt. Das heißt aber nicht, dass man sofort in der Lage ist, das auch zu denken, auch zu ändern. Also Verhaltensweisen zu ändern, Denken zu ändern. Ist dir das leicht gefallen nach dieser Erkenntnis? Ja. Oder? Ja, heute geht's gut, ja. Aber der Weg dahin, war die Erkenntnis, in dem Moment, wo die Erkenntnis da war, war das Problem weg oder wie lief das? Immer wenn ich jetzt wieder ganz starke Gefühle erlebe, das ist so das innere Kind, von dem man spricht, wenn ich getriggert werde, dann kann ich realisieren, wenn ich starke Gefühle habe, stimmt das jetzt? Und dann versuche ich zu realisieren, stimmt das Gefühl von Ohnmacht jetzt in dieser Situation? Und kann sagen, das stimmt überhaupt nicht. Dann kann ich mich korrigieren und selber führen und wieder in der Kompetenz des Erwachsenen reagieren. Aber ja, es war ein Lernprozess, immer wieder, wenn starke Gefühle kommen, zu realisieren, hat das jetzt mit heute zu tun oder mit früher? Und ich denke, ich bin heute schon ganz flink unterwegs. Aber es war ein Weg, es war ein Weg. Hat auch damit zu tun, dass du ja eben diese Ausbildung gemacht hast. Genau. Also, dass du einen professionellen Blick auch auf dich selber jetzt hast. Ja. Wobei das ja auch manchmal auch schwierig sein kann, wenn man sich selber so als professionelles Objekt dann sieht. Ja, genau. Begegnen dir eigentlich jetzt als systemische Beraterin, bist du ja, richtig? Genau. Systemische Beraterin eigentlich auch Menschen mit einer ähnlichen Geschichte öfter, mit ähnlichen Ängsten? Ja, sehr viele sogar. Ich begleite heute sehr viele Scheidungskinder durch die Scheidung ihrer Eltern. Ich weiß genau, wie sie sich fühlen. Ich weiß genau, wie sie darauf reagieren, mit Kontrolle, mit Verlustangst, mit Perfektionismus. Sie wollen genügen, sie wollen es korrigieren. Und da kann ich den Eltern helfen, wie sie die Kinder unterstützen können und die Kinder selber begleiten. Eifersucht ist ein großes Thema. Ich sage vielen Klienten, hey, entweder bist es du wert, dass jemand freiwillig bei dir bleibt, klammere nicht, sonst ist es gut, wenn derjenige weiterzieht oder diejenige. Und das führt auch zu einer Befreiung. Und da kann ich meine Geschichte mit hineinnehmen. Ja. Gerade wenn Menschen mit so Verlustängsten zu kämpfen haben, was würdest du sagen, was ist der Schlüssel? Ich hätte jetzt die Hoffnung, dass irgendjemand zu Hause sitzt und sagt, ah, super, da, eine Geschichte endlich mal, die was mit mir zu tun hat, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, und sich jetzt fragen, okay, aber was ist denn jetzt der Ansatz, wie komme ich denn da raus? Ja, verstehen, zurückschauen und verstehen, woher kommt diese Angst und was brauche ich, was hätte ich dazu mal gebraucht und was brauche ich heute? Und einfach auch schauen, dass wir
festen Beziehungen verwurzelt sind. Also die Beziehung in Gott gibt einen großen Halt im Leben, und tragfähige Beziehungen aufbauen, wo wir Halt haben, wo wir sicher sind. Das hilft uns auch, angstfrei in die Zukunft zu blicken und zu wissen, egal was kommt, ich bin stabil, ich bin verankert und ich werde das schaffen. Und dann auch das Erleben, Gott hat auch bei mir einen neuen Weg gezeigt. Ich habe viel mehr bewirken können als vorher. Gott ist gut, er ist treu, aber manchmal lässt er uns einen längeren Weg gehen, bis er eingreift. Und das auszuhalten, das braucht schon Gottvertrauen. Ja. Vielen Dank. Danke dir, Susanna.